Heute zu Gast die Veilchen aus Charlottenburg, Tennis Borussia Berlin. Das Hinspiel gewannen die Borussen 4:1 eindeutigst und klar. Heute spielt Dynamo von rechts nach links in der weißen Kleidung, Tennis Borussia in den dunklen. Von Anfang an entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel, Szenen vor beiden Toren. Beide Mannschaften hatten Respekt voreinander. Die erste richtige Chance ergab sich in der 12. Minute. Ein Abspielfehler. Dynamo, der 13er, bekommt den Ball, legt ihn vor und knallt ihn links ins Eck. 1:0 für BFC Dynamo. Wenige Sekunden später in der 13. Minute Eckball TeBe, Pfosten und der 10er zieht nochmal nach. Und tatsächlich 1:1. In der Wiederholung zu sehen, eine ganz tolle Einzelleistung des Zehners, erst gegen den Pfosten und dann glücklich durch die Beine des Torstehers. Die FCer erspielten sich ihre Chancen. Der Neuner zum 3:13 Schuss vorbei. Der nächste Angriff allerdings auch ohne Erfolg, vom 12er abgeschlossen. Dann die 24. Minute. Der Dreier wird vom 14er zwar unbeabsichtigt getroffen, aber jetzt fehlt er hinten in der Hintermannschaft. Das Überzahlspiel nutzen sie geschickt aus und der 14er setzt den Ball in Angel zum 2:1 für Tennis Borussia. 3 Minuten später, TeBe wieder in Angriffslaune, der Torsteher der Dynamo kann Risikoerfolg klären. Der Dreier spielt zum 12er zurück und ein schöner Pass in die Tiefe auf den 13er. Der überlegt schön und gibt nach links ab und der Elfer drückt zum 2:2. Dem Spielverlauf nach völlig in Ordnung und wir sehen uns in Zeitlupe noch einmal an. Die herrliche Aktion der Dynamo-Jungs, ein herrlich herausgespielter Treffer. 2:2, damit ist der Spielstand egalisiert, sind nur noch wenige Sekunden bis zur Pause. Keiner möchte das Risiko eingehen, noch in der letzten Sekunde hier einen Treffer zu kassieren. Der Schiri pfeift ab und die Spieler sind zufrieden, sich in der Kabine aufzuwärmen. Und wir freuen uns auf die zweite Halbzeit. TeBe von rechts nach links, gleich mit einem tollen Angriff, abgeschlossen vom 14er. Sekunden später wieder ein gefährlicher Schuss. Wenige Sekunden wieder der 14er. Recht agil und kraftvoll setzt mit dem linken Schuss ins rechte Eck zum 3:2. Wie reagiert der BFC Dynamo? 7 Minuten später. Energisch blockt Dynamos Fünfer. Der Dreier von Dynamo bekommt den Ball, spielt ihm schön quer auf den 13er. Der 7er auf den 5er wieder zurück. Der legt auch gleich wieder zu den 7er. Der im Nachschuss erzielt das 3:3 für Dynamo. Herrlich gemacht, wie in der Zeitlupe zu sehen ist. Einmal, zweimal, 3:3. In der Folgezeit ein abwechslungsreiches Spiel. Chancen für Dynamo, Chancen aber für Tennis Borussia. Wie hier, jederzeit hart umkämpft, aber sportlich fair. Und da gibt sich eine Chance für den BFC. Ausgehend vom Dreier auf den 13er, auf den 7er, wieder der 13er. Und aus dem Hintergrund der 7er und eine tolle Parade von Tennis Torsteher. Dann wieder ein schöner diagonaler Pass vom 7er. Erreicht den kleinen 5er. Der Torsteher macht eine unglückliche Figur, aber der 9er von Dynamo verzieht. Aber eben dieser 9er ist es, der beim nächsten Konter die Akzente setzt. Ein scharfer Schuss, Torsteher kann nur kurz abwehren. Und er ist wieder da und setzt den Ball in rechten Winkel zum 4:3. Mensch, was ist denn hier los? Aber TeBe lässt sich dadurch nicht entmutigen und schon der nächste Angriff vom Anstoß hinweg. Sieht den 7er, der zieht nach vorne und schießt gegen Pfosten. Glück für Dynamo. Nun heißt es für Dynamo, Ruhe behalten und clever spielen. Den Ball in den eigenen Reihen halten ist das oberste Gebot, was hier auch gut praktiziert wird. Von hinten wird über links gespielt, wieder zum Torsteher, vom Torsteher wieder nach rechts raus. So verrinnen die Sekunden, die wertvollen Sekunden bis zum Abpfiff. Es kann nicht mehr lange dauern. Der Schiri guckt schon auf die Uhr. Nun noch diesen Angriff abschließen, eventuell mit einem Torschuss. Aber das spielt auch keine Rolle mehr. Der FC gewinnt ganz knapp gegen eine sehr, sehr gute TeBe-Mannschaft, die sich sehr fair verhalten hat. Ein prima Spiel.